Hallo beim Imp. Puh, es ist zu warm. Ja, das weiß ich auch nicht. Hallo beim Kurzwellensender, Sie hörten Claire de Lune. Ich habe ungefähr 5 Minuten gebraucht, um bei diesem Song eine Stelle rauszufinden, in der man mal das Motiv, das Leitmotiv hört, weil das ist immer so verwaschen und undeutlich. Ich hasse diesen Song. Aber er kommt in der aktuellen Folge von Castle Rock vor und ich begrüße heute meine Mitpodcaster Ben. Hallo. Und Phil. Hi. Was sagt ihr zu Claire de Lune? Von ja, ich finde es ganz schön. Okay. Ja. Dann kannst du es ja beim nächsten Mal das Thema suchen. Natürlich. Das kommt nie vor. Das wird immer so angedeutet, aber man findet nie eine Stelle, wo wirklich mal das Thema gespielt wird. Hm. Aber wisst ihr, wo das vorkam? Nein, natürlich nicht. Als jemand auf so einem Cliff stand. Ich bin ja unglaublich schlecht in. Okay. Ich nehme Musik ja meistens nicht wahr. Ich sag das dann nochmal. Serien. Ja. Fernsehen. Ihr wisst schon. Kino. Mhm. Beim letzten Mal haben wir über Past Perfect gesprochen, die Vorvergangenheit. Mhm. Aua! Ich glaube, Ben ist jetzt auf den Tisch gefallen. Mhm. Entschuldigung, ich bin eingeschlafen. Okay. Was habe ich gerade gesagt, Ben? Wir haben über Past Perfect geredet. Sehr gut. Über die Vorvergangenheit. Mhm. Und das Ganze endete ja so, dass The Kid auf der Treppe von Molly saß und sie sind dann hochgegangen auf den Dachboden und Molly hat mit The Kid geredet, als sie aus dem Fenster geschaut haben. Und da hatten wir uns ja noch darüber unterhalten, was das heißt, dass The Kid gesagt hat, ich war hier im Wald, als du gestorben bist. Und ich sag mal so, Spoiler, wir werden heute erfahren, was das bedeutet. Hm. Ja. Man sieht The Kid, wie er quasi rennt. Man weiß jetzt nicht von wo nach wo oder warum, aber man hört plötzlich Polizeisirenen hinter ihm und er rennt quasi in Richtung der Kamera. Man geht halt davon aus, dass er wegläuft. Aber die Polizeiwagen fahren eben an ihm vorbei und dann erkennt man einfach, dass er joggen ist auf einer Brücke. Ich weiß jetzt nicht, ob das New York oder Los Angeles war, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Weil Boston schon ein paar Mal vorkam, da wohnt ja auch der Junge von Henry. Ah ja, gut, das ergibt dann Sinn, wenn er auch da wohnt. Ja, genau, auf jeden Fall ist er einfach auf seiner morgendlichen Runde joggen. Er, The Kid, anscheinend nicht The Kid, den wir so jetzt kennen, sondern, erstmal weiß man überhaupt gar nicht, warum er jetzt plötzlich in einer völlig anderen Situation dargestellt wird. Ja, vor allem ist er mal völlig uncreepy. Ja, er redet auch richtig in ganzen Sätzen. So uncreepy, wie er halt sein kann. Wie der Schauspieler sein kann. Ja. Der war doch jetzt wirklich uncreepy. Also so ein bisschen was Komisches hat er schon. Ich habe gleich noch ein Bild, das zeige ich, wenn wir da hinkommen, zeige ich das nochmal. Aber jetzt, das habe ich jetzt schon davon, wenn ich die Moderation aus der Hand gebe. Natürlich ist das nicht der Anfang. Denn das hättest ist, du mich ja unterbrechen können. Ja, aber das macht ja nicht. Wollte ich jetzt erstmal ausreden lassen. Wir haben jetzt sozusagen gesehen, eine Multiversums- Geschichte, die sich hier auftut, weil The Kid jetzt plötzlich nicht mehr The Kid ist, sondern ein ganz normaler Dude, der Henry Deaver heißt. Genau, und an einem Mittel gegen Alzheimer forscht. Mhm. Er scheint irgendwie Mediziner, Wissenschaftler, Doktor, was auch immer zu sein. Genau. Und arbeitet daran, ein Mittel gegen Alzheimer zu erforschen. Genau, aber ich wollte tatsächlich noch mal auf den Anfang zurückkommen, vor dem Abspann. Vor dem Abspann? Vor dem Intro. Da kommt ja noch ganz viel. Das hast du jetzt einfach weggelassen. Die Rückblende meinst du? Ja, nicht nur. Also erstmal kommt eine Rückblende tatsächlich noch. Und da wird ja wirklich alles durcheinander gemischt, was es in dieser Serie bis jetzt gab. Man sieht die Rückblenden von Henry als Kind. Man sieht, wie der alte Henry nach Castle Rock zurückkommt. Man sieht aber auch diese Picknick-Szene, in der Matthew Deaver sich die Pistole an den Kopf hält. Also so einen kompletten Mix über alles Mögliche, was irgendwie aus der Vergangenheit von dem Henry war, den wir kennen.
Und das endet damit, dass die Gefängnisdirektorin The Kid, das war schon in der ersten Folge, fragt, wer er denn ist. Und er sagt, der da, Henry Deaver. Ja. Und das haben wir bis jetzt immer interpretiert als, er will seinen Anlauf, der will diesen Typen sprechen, genau. So nach dem Motto wie, ich sage euch nur meine Dienstnummer und meinen Namen. Also der Name wäre ja schon schlecht. Genau. Aber jetzt haben wir das ja sozusagen in einem ganz anderen Bild, wenn wir jetzt zu dieser Szene kommen, die du gerade schon beschrieben hast. Und dann haben wir aber nicht nur diese Rückblende, weil da kommt ja auch noch diese Erzählung von Matthew Deaver, der das Ganze jetzt so einführt nach diesen Rückblenden. Mhm. Und der erzählt ja dann von so einem Hubschrauberabsturz. Das wird ja sogar gezeigt, da so ein brennender Hubschrauber liegt da unten rum. Er erzählt ja von einem, ja. Haben doch diese Erzählung, weiß nicht, haben wir die nicht von dem Warden? Irgendjemand hat doch dasselbe schon mal erzählt. Exactly. Und das habe ich sogar als Ton extra aufgespielt. Sehr schön, dass du es sagst. Das wusste ich. Sehr gut vorbereitet hier alle wieder. Der erzählt ganz ähnlich wie Warden Lacey in, ich glaube, Folge 2 am Anfang, wie diese Stadt dem vom Teufel heimgesucht ist und wie verkommen diese Stadt ist. Und genau, ich spiele mal ein, was du sehr gut erkannt hast. Und es gibt so einen Mix, den ich geklaut habe aus einem YouTube-Video, die auch über diese Folge sprechen. Ich verlinke das natürlich auch hier. Das YouTube-Video heißt YouTube-Video. Ich fange gleich nochmal an. Nicht räuspern, Tim. Ich hab's doch kopiert. Ja. Das YouTube-Video heißt Castle Rock Episode 9 Breakdown Henry Deaver. Und das machen so zwei Guys, die so oft solche Serien Breakdowns machen. Ich verlinke das einfach, dann könnt ihr sehen, weil aus dem Titel, ja, wenn man es genauso eintippt, würde man es auch finden. Aber wir haben ja die Fähigkeit, es zu verlinken. Aber hier spiele ich jetzt mal diesen Mix aus dem Warden seiner Speech aus Folge 2 und jetzt Matthews Speech ein. Let me stand athwart the door, I told him. But God, he doesn't take requests. So I waited. For years. For instructions. And then one day. One terrible day. One beautiful day. Ja, hat man schön an der Musik erkannt, was von dem einen und was vom anderen kam. An der Stimme auch natürlich. Aber ja, schön. Also mir ist es erst überhaupt nicht aufgefallen, dass diese Rede so sehr gleich ist. Aber schön, dass es dir aufgefallen ist, Phil. Ich habe mir gerade auf die Schulter geklopft. Ja, wenn dir schon keine Musik in Genau, und wenn dieser Vorspann, also sag ich mal, vorbei ist, diese Rede, dann kommt tatsächlich der bekannte Vorspann. Und dann kommt dieser Anfang und dann sind wir plötzlich in dieser ganz anderen Welt, wie du es gerade schon beschrieben hast. Ja, es ist quasi, also es kam mir so vor, als würde die Serie jetzt quasi anfangen. Als wäre das die erste Folge und sie erklären einfach dir kurz die Welt. Ja, und ich finde das, also ich sag jetzt mal, so, diese Multiversumsgeschichte ist ja jetzt auch schon so ein Stephen King-Ding. Ich glaube, Dark Tower spielt da sehr mit, was ich aber leider nicht kenne. Aber wenn ich das, kennt aber ihr das? Ja. Hast du recht. Genau. Ja. Also Dark Tower spielt ja irgendwie mit allem irgendwie, was Stephen King gemacht hat, oder? Ja, also der macht das grundsätzlich, glaube ich, ganz gerne, zumindest ab und zu so, auch so anzudeuten, dass es irgendwelche Verbindungen zwischen verschiedenen Universen gibt, in denen er Geschichten geschrieben hat. Aber in Dark Tower, da steht es sogar, da ist es richtig im Vordergrund. Also da ist es nicht nur, da taucht mal eine Figur auf, die auch die sein könnte, die man in einer anderen Geschichte schon mal erlebt hat. Ja. Nicht so Easter Eggs, wie das hier ist, sondern da hast du wirklich Beziehungen dann oder Verbindungen. Also soweit ich mich erinnere, ich glaube, ich war Teenager, als ich das gelesen habe. Mhm. Genau, aber also ich habe jetzt nicht nur an Stephen King gedacht, ich habe auch vor allem an Fringe oder auch an Lost gedacht, so wie das jetzt inszeniert ist. Ja. Weil diese, gerade so wie diese Rückblende jetzt inszeniert ist, dass man da jetzt einfach völlig in eine neue Situation geworfen genau, wird. Auch, ohne Erklärung, einfach jemand jetzt in einem Setting, wo man ihn bisher noch gar nicht drin gesehen hatte, ja.
So waren ja die Flashbacks auch immer aufgebaut. Genau. Ja, wenn jemand die Folgen davor nicht gesehen hätte, für den hätte das jetzt auch die erste Folge sein können. Stimmt, ja. Und Fringe spielt ja ganz deutlich mit diesen Multiversen. Ja. Genau. Was man hier auch gleich sieht, du hast ja gesagt, der ist jetzt Forscher oder Arzt und Alzheimer-Forscher. Und du hast ja immer gleiche Sachen und du hast unterschiedliche Sachen. Und der macht das hier ja auch, weil seine Mutter an Alzheimer leidet. Das ist so seine Motivation, das erzählt er später. Was man aber jetzt auch sieht, er hat ja diese Katze in der Kiste, um diesen Chip da zu erklären. Und die heißt Puck. Und das ist ja in der anderen Realität der Hund gewesen. Hier ist es eine Katze. Also das habe ich. Stimmt, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, ja. Also das ist dann unterschiedlich. Und das ist ja auch so ein typisches Ding bei Multiversen. Auch ganz typisch in Fringe. In der einen Welt gab es Zeppeline am Empire State Building, in der anderen nicht und solche Geschichten. Ja, und ich finde schon, dass der hier irgendwie so ein, also es ist so ein ganz anderer Typ, finde ich. Ja, natürlich. Also ist jetzt nicht vergleichbar. Nee. Aber er hat immer, er hat trotzdem immer noch seine Augen. Steve Buscemi-Augen. Ja, also schon so ein bisschen. Weiß man nicht, was da noch so drin los ist. Hello, fellas. Genau, daran musste ich echt am Ende der Folge denken. Da gibt's, also kommen wir dazu. Aber da gab es ja diese eine Szene, wo sein Gesicht so verzerrt wird und da musste ich fast schon lachen, weil das sah aus, als hätte jemand eine Szene aus Stephen Kings S rausgeschnitten. Aber ja, die Augen sind wirklich die Augen. Ja, ich finde, man sieht genau aus wie Steve Buscemi. Ja, könnte Steve Buscemis Kind sein. Prost. Genau. Und jetzt ruft auch Alan Pangburn an. Den habe ich an der Stimme erkannt. Also ich glaube, der sagt das nicht, aber man erkennt ihn an der Stimme. Er fragt ja dann, also er hier, Henry fragt ja dann, ob irgendwas mit seiner Mutter ist. Und dann sagt er, nee, es geht um deinen Vater. Also er wird, das ist jetzt quasi wieder der Grund, wieso er quasi nach Castle Rock gerufen wird, so wie wir das auch aus der ersten Folge eigentlich kennen. Richtig, weil in dieser Realität, das fährt man jetzt noch nicht, aber so nach und nach, ist es nämlich so, dass die Mutter irgendwann den Vater verlassen hat mit Alan Pangburn und jetzt woanders lebt. Genau, nur noch der Vater quasi als Pfarrer, Priester in Castle Rock gearbeitet hat. Zumindest war das sein letzter Stand, weil er sagt ja, er hat ja als Kind gefühlt das letzte Mal mit seinem Vater geredet. Und er erfährt jetzt, dass sein Vater sich wohl erschossen hat. Ach, was man auch noch erwähnen kann, was auch in dem Vorspann noch mit in dieser Rede vorkam, war ja, dass der Vater als Säugling von seiner Mutter versucht wurde, erwürgt zu werden. Und er ist dann aber wieder, er hat dann wieder geatmet, nachdem sie weggegangen ist. Und so hat er sein Leben Gott verschrieben, weil das ein Wunder war. So, das gehört so zu seinem. Ja, was er bestimmt auch bewusst miterlebt hat. Genau, ich kann mich daran erinnern, das wäre es gestern gewesen. Hat die Mutter ihm vielleicht hinterher erzählt? Ja, natürlich. Weißt du noch damals, als du noch 8 Monate alt warst? Als ich dich gerade erwürgen wollte. Mit einem Stück Holz. Ja. Und ich glaube, dann blendet es auch direkt um wie Henry. Wir können ihn ja jetzt Henry nennen. Wir nennen ihn vielleicht weiter The Kid, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Wobei der andere kommt ist ja dann The Kid. Genau. Ja, das ist doch, ja. Ja. Die Untertitel waren da tatsächlich sehr verwirrt, muss ich sagen, weil die wussten tatsächlich nicht, wen sie jetzt wie nennen sollten. Hab ich gar nicht angehabt. Haben sie da Probleme gehabt? Ja. Die englischen Untertitel bei Amazon waren sehr verwirrt. Sie haben ihn teilweise Henry, dann haben sie wieder The Kid genannt, dann haben sie wieder Henry genannt. Und also die wussten tatsächlich am Ende gar nicht mehr, wen sie wie benennen sollten. Ich finde generell, man merkt oft schon bei Untertiteln, dass die automatisch generiert werden. Weil ab und zu kommt da völliger Quatsch bei raus. Also nicht oft, aber hier ist mir jetzt auch hier nicht aufgefallen. Aber letztens hatte ich auch irgendwas geguckt. Da wurde einfach was hingeschrieben, was so ähnlich klang, aber was ganz anderes war. Und das so ähnlich, wie man das bei YouTube auch manchmal hat. Ja, die sind ja wirklich nochmal eine Sache für sich. Die werden ja sogar live generiert, glaube ich. Ja. Weiß ich nicht. Aber die hier bei diesen Sendern werden, glaube ich, inzwischen auch zum großen Teil in die verschiedenen Sprachen generiert.
Egal, genau. Jetzt kommt ein großes Easter Egg Feuerwerk, wenn Henry nämlich zurückkommt nach Castle Rock. Das erste, was man mal zeigen kann, das meinte ich nämlich eben, was ich zeigen wollte. Als du auf S angesprochen hattest, ist das. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe mein Handy schon in der Hand. Ah, das ist jetzt aber nicht der Kanal, in dem ich gewartet habe. Ach verdammt, Sendung. Uiuiui, das tut mir aber sehr leid. Irgendjemand hatte seine Notifications an, habe ich gehört. War vielleicht ich das? Nee, das ist nicht bei mir, ich höre das auch im Kopf. Das ist bei mir. Ah, siehst du? Oh, das ist S. Ah, nee, Moment, das ist ja gar nicht S. Das ist ja Henry Deaver. Nein, das ist The Kid. Oh, ich bin so verwirrt, ich komme einfach nicht mehr hinterher. They float. Mhm. Also Luftballons. Ja, Luftballons. Was man, achso, das wollte ich auch noch sagen. Was ich beim ersten Mal gucken und mich jetzt auch noch so ein bisschen gestört hat, ich hatte immer den Eindruck, dass der in der Version, in der er im Käfig saß und bis jetzt rumlief und vielleicht auch, weil er The Kid genannt wurde, viel jünger sein sollte, als der jetzt hier dargestellt wird. Ich finde, hier ist der ist ja Arzt, das heißt, der ist ja jetzt auch kein Student oder so. Der müsste ja bestimmt mal 30 sein, oder? Locker. Und das hätte ich halt nicht gedacht, dass diese Figur, die ja, was heißt locker? Ich glaube, wenn du gleich immer weißt, was du machen willst, dann kannst du auch mit 25 schon Arzt sein, aber also. Vielleicht geht das auch in den USA schneller, ja. Keine Ahnung. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass der jetzt hier halt älter und gesetzter aussieht, als er bis jetzt immer aussah. Vielleicht liegt es auch einfach an dem Anzug und so weiter. Und an der Frisur. Ja, und dass er redet. Ja, in wichtigen Sätzen, ja. Genau. Dass er nicht nur einen Jogginganzug anhat. Kann auch alles sein. Aber ich hatte so ein bisschen da so ein, irgendwie ist das ein anderer Typ. Genau, aber Easter Egg Feuerwerk. Also, das hier war das eine. Also zum einen kann man mal festhalten, Castle Rock sieht hier eigentlich so aus, wie Molly sich das vorgestellt hat. So eine belebte Innenstadt. Sie hat ja da so ein Diorama mal. Heißt das Diorama? Ja. Ich glaube, ja. Hat das ja mal da in irgendeiner Folge gemacht. Und im Prinzip ist das jetzt hier so. Ja, in dieser Realität läuft es ja irgendwie allgemein besser für sie. Genau. Sie ist doch auch irgendwie, nicht Bürgermeister, aber Chair, die Vorsitzende des Stadtrats oder so. Ja, hätte ich auch mal die Untertitel angemacht. Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, ja. Genau, aber dann deutet das ja auch schon darauf hin, dass das sozusagen jetzt ihr Verdienst sozusagen jetzt auch war, vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Und man sieht zum Beispiel so den Vergleich, wenn man jetzt drauf achtet, ich habe das jetzt auch nur aus Quellen recherchiert, weil ich es nicht gemerkt hatte, es gab früher schon die Mellow Tiger Bar, das war die Bar, in der die immer drin waren, das war da halt so eine alte Kneipe und jetzt ist das hier so eine Hipster-Bude. Man sieht ja so das Schild von außen und wie das aufgemacht ist, ist ganz anders. Und dann gibt es noch so Anspielungen auch auf die Zeitung Castle Rock Call und auf einen Hardware-Store namens Emporium Ballorium, der auch in Stand By Me zum Beispiel vorkommt. Da ist es wohl der Laden von, ich weiß nicht mehr, einem Vater von einem der Kinder oder so. Weiß aber auch gar nicht, ob das im Film genannt wurde oder nur im Buch vorkam. Und da geht es jetzt noch ganz viel weiter. Ich habe mir diese ganzen Easter Eggs jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben, weil ich nicht so viel Bezug dazu habe. Aber ihr könnt euch die alle anhören und durchschauen, auch in dieser YouTube-Episode Castle Rock, Episode 9, Breakdown, Henry Deaver, die ich verlinken werde. Ja, also hier jetzt erstmal Easter Egg-Feuerwerk. Er geht ja dann so an der Kirche vorbei und geht dann, glaube ich, heim mit seinem Rollkoffer. Ja, und da trifft er doch dann Dings, oder? Molly. Erstmal deren Schwester. Ja, aber erstmal ist er ja im Haus und findet den Schlüssel, weiß ja, wo der liegt und sieht sich dann halt so um, setzt sich eigentlich nur erstmal auf diesen Sessel, aber da ist halt alles durcheinander und ja, lange nichts mehr gemacht worden. Und dann geht er wieder raus und trifft ihre Schwester, richtig. Die Molly beschissen hat. Nee, Molly hat sie beschissen in der anderen Zeit. Mhm. Naja, wegen diesem, ich glaube, es war in Folge 2 oder 3, wegen diesem Hypotheken-Dings da, wo sie ihr Haus verpfändet hat. Ja, da hat sie es auch für sie unterschrieben, glaube ich. Aber aus dem Gespräch
kommt jetzt nichts raus. Die gehen jetzt einfach essen abends in diese, nämlich genau in diese Bar, die ich eben meinte. Mhm. Genau, sie erkennt ihn wieder, die Schwester erkennt ihn nicht wieder. Und wahrscheinlich erzählt Molly das dann da auch, wenn sie da zum Stadtrat gehört, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich kann es dir nicht genau sagen, wann. Irgendwann erzählt sie es. Ist ja jetzt auch kein so zentraler Handlungsstrang. Nee, aber jetzt kommt, glaube ich, der zentrale Punkt, wenn er nämlich wieder nach Hause kommt von diesem Treffen. Genau. Und er dann The Kid findet. Im Keller, im Käfig. Genau, weil er die Sicherung rausbläst, wenn er das Licht einschaltet, dann geht er in den Keller, werkelt ein bisschen am Sicherungskasten rum und es war so abzusehen bei dieser Kameraführung, was passiert, dass, wenn das Licht angeht, er dreht sich zur Seite und dann steht halt dieser Käfig direkt neben ihm und The Kid schaut ihm einfach mit großen Augen ins Gesicht. Weil wir ja vorher auch schon gesehen hatten, dass der Pfarrer, der Priester den baut, gell? In dem genau. Vorspann. Den Käfig. Und genau. Ja, und das ist tatsächlich auch, passt natürlich dann auch genau zu dem, was wir immer schon in Rückblenden aus der Erinnerung von Henry hatten, als er verschwunden war. Da hatte er immer irgendwie so Visionen von diesem Käfig, wo wir schon ein paar Mal überlegt hatten, was das sein könnte. Und jetzt wissen wir, es war praktisch in seinem eigenen Haus. So, und hier ist jetzt Henry eben in diesem Käfig. Und jetzt kommt erstmal die Polizei, oder? Ja, genau, jetzt kommt nämlich Dennis Zaleski wieder. Hier. Ja. Fand ich ja ganz schön. Ja. Genau, er hat ja jetzt quasi die Position inne, die er sich in der anderen Welt immer gewünscht hat. Stimmt, da war er ja gar kein Polizist. Er wollte ja einer werden. Richtig, genau. Ja. Hier ist er Polizist. Ja, scheint für einige besser zu laufen in der Realität hier. Ja, für andere nicht so gut. Ja, für den Vater zum Beispiel. Nur Molly. Obwohl, nee, Moment, der ist ja in der anderen Realität auch gestorben durch Molly. Das stimmt. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz rechnen. Wir sind ja jetzt ja im Jahr 1992, oder? Nee, wie läuft das denn jetzt hier gerade von der Zeit? Gesagt? Bitte? Wird das gesagt? Sind doch da nicht im Jahr, also bei dem Mobiltelefon ist es nicht 92. Da hast du recht. Nee, es ist ja anders. Wenn The Kid wieder zurückkommt, dann ist es wieder 92. Und hier ist es ja jetzt die Jetztzeit, die parallel, also 2017, die parallel zu der anderen Jetztzeit ist. Ja. Das heißt ja, dass das auch eine Zeitreise war. Also wenn jetzt hier in dieser Zeit der Junge im Keller sitzt, das ist genau die gleiche Zeit, der wird jetzt aus dem Keller geholt, aber der sitzt seit 1992 da drin. Genau. Genau wie der Kid, also der jetzige Henry, in dem Gefängniskeller 27 Jahre lang saß. Ah, genau. Ist einfach immer eine Freude. So, das Thema Zeit. Es funktioniert immer super, das zu erklären. Aber es ist doch, wenn wir jetzt sind wir haben es doch jetzt schon. Also, es war schon richtig, was du gesagt hast, ja. Also, es spielt quasi beides in der gleichen Zeit. Die erste Folge der Serie und die jetzt, sage ich jetzt einfach mal ganz plump, neue erste Folge der Serie. Weil das hätte ja auch eine neue Serie sein können. Weil es beginnt ja alles von vorne quasi. Genau. Also, beide Ereignisse finden im gleichen Jahr wahrscheinlich statt. Vielleicht sogar am gleichen Tag. Ja, und das heißt ja auch, dass beide nicht gealtert sind. Richtig. Beziehungsweise, dass die Zeit irgendwie in den unterschiedlichen Universen unterschiedlich läuft. Vielleicht altert man einfach in der anderen Realität nicht. Kann sein, weil es nicht die eigene ist. Ich glaube. Genau, da spielen deine Zellen dann einfach nicht mit. Er war ja 11 Tage lang verschwunden. Ich glaube, die 11 Tage sind die 27 Jahre. Es ist einfach unterschiedlich, wie da die Zeit vergeht. Ja, naja, aber es ist doch wechselseitig so. Genau. Ja. Naja, gut, also mit nicht meine ich einfach nur, er ist 11 Tage gealtert, also quasi nicht. Ja, aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass in der einen Realität die Zeit schneller vergeht als in der anderen. Weil es funktioniert doch in beiden so, dass sie nicht altern. Also jeder altert doch in der anderen Realität nicht. Ja, ich glaube, du hast es schon richtig erklärt, dass die sozusagen nicht kompatibel sind und deswegen ein anderes Zeitverständnis haben. Ich wollte nur sagen, ich meine nicht, sondern 11 Tage in 27 Jahren. Ja, okay. Halt viel langsamer. Verstanden. Ja.
Ja, und hier sagt The Kid, auch wenn er gefragt wird, wer ist, Henry Deaver. Henry Deaver. Er findet ja dann auch diese Kassetten, also die Tonbandaufnahmen seines Vaters, die durchnummeriert sind von 1 bis 1400, bla. Also er erkennt halt anhand dieser Tonbandaufnahmen, wie viel Zeit tatsächlich vergangen ist und wie lange The Kid da unten in diesem Käfig gesessen hat, ohne auch nur sichtbar zu altern. Das ist im Prinzip auch wieder die gleiche Erkenntnis wie in der vorletzten oder in der letzten Folge mit den Bildern, die in dem Warden Lacys Haus hingen. Genau. Und in der anderen Realität hatte Henrys Vater ja diese Videokassetten aufgenommen und die hatte Audiokassetten. Und er findet ja dann auch noch, also er forscht ja dann auch so rum, wenn er die Kassetten hört. Und während er die hört, sieht man ihn auch so rumlaufen und auch im Wald. Und da findet er ja auch so einen Filter, aber so einen aus einem Holz, verfaulten Holz gebauten Filter mit diesen Dings da drin. Aber weiß jetzt natürlich nichts damit anzufangen. Und er spielt die ja dann auch Molly vor, diese eine Kassette, wo praktisch drin steht, Matthew praktisch sagt, dass das der Teufel ist, also dass er ihn da eingesperrt hat, deswegen. Und Molly sagt, ich weiß, wo er ist. Dann fahren sie dahin, nämlich zur Polizei. Richtig. Und da sagt sie ja dann auch zu den Polizisten, hier Henrys Doktor, er kann sich um ihn kümmern, weil der Junge wahrscheinlich irgendwie unter Schock steht oder halt jetzt nicht klar denken kann. Und da ist es natürlich besser, wenn er von einem Experten begleitet wird. Genau. Ja, und vor allem ist es ein Kind, also es ist schon irgendwie ein bisschen, also wenn der da einfach nur rumsitzt und also von den Polizisten ist er jetzt auch, weiß ich nicht, wie gut die ausgebildet sind, um sich um Kinder zu kümmern, die, wer weiß, wie lange in irgendeinem Keller, in einem Käfig gehalten wurden. Also man könnte sich schon ein bisschen mehr um das Kind kümmern. Aber kam da nicht auch noch irgendwo eine Szene vorher, dass sie den auch in dieses Krankenhaus geschickt haben und das stand dann auch in Flammen? Ja, und das ja, okay, doch, und da, doch. Das hat dann auch gebrannt. Aber das ist ja dann auch, wie Molly zu den Polizisten sagt, so, es kann schon sein, dass mit dem Kind was nicht stimmt. weil wisst ihr noch, wo ihr den rausgezogen habt? So? Ja. Also es ist keine gute Unterkunft, wo er jetzt ist. Ja, schon. Glaube ich auch, ja. Aber da vielleicht, weil auch Molly ja jetzt dem Stadtrat angehört, ja, hat sie kann, da jetzt. Ja, kannst du halt ein bisschen auch, eine genau. größere Welle machen dann. Ja, sie sagt ja auch, ich kenne den Polizisten da vorne und geht dann zu ihm hin. Und, ja. Und dann dürfen sie ja mit ihm reden, beziehungsweise der sagt ja nicht viel. Aber Molly berührt ihn ja, glaube ich, und dann bekommt sie irgendwie so diese ganze andere Welt mit. Also sie hat offensichtlich auch hier das Shining oder was auch immer das Shining bei ihm hier ist. Oder man sieht ja dann die ganzen Rückblenden von Henry, genau. Ja, und dann da überzeugen sie ja dann die Polizei, dass sie ihn einfach mit zu ihr nach Hause nehmen. Und genau, aber da, also nachdem Molly ihn berührt hat, ist sie ja eingeweiht jetzt so und weiß irgendwie, was los ist. Und deshalb hängt sie ja dann auch hier den Polizisten ab. Er kann mir seinen Namen nicht merken. Na, lässt aber ja, genau. Ja, nutzt den Trick, den man in den USA anscheinend einfach immer anwenden kann, weil die keine Bahnschranken haben. Das hat nämlich der Schulbus im Vorspann auch versucht. Ja, und die Güterzüge in den USA anscheinend dreimal so lange sind wie in Deutschland. Oh, das ist richtig. Als ich da war, das ist mega. Die sind wirklich kilometerlang. Wenn du wirklich in die entgegengesetzte Richtung auf dem Highway fährst oder auf der Landstraße, das hört einfach nicht auf, obwohl du ja quasi mit doppelter Geschwindigkeit aneinander vorbeifährst. Das hört einfach nicht auf. Das heißt, es macht richtig Spaß, dann an so einem Bahnübergang zu stehen, wenn man auf die andere Seite. Ja, und da kannst du auch mal überlegen, wie lange der braucht, bis der mal angehalten hat. Ja. Bei Akt X, der Film, gab es das, glaube ich, auch mal, wo die dann noch schnell über den Bahnübergang. Aber es gibt ja ganz. Du hast ja schon gesagt. Es ist immer so.
Aber erstmal wollen die den ja, glaube ich, nur mitnehmen, damit er da weg ist. Und dann, nachdem ja, Molly das dann mitbekommen hat. Genau. Ja. Ich glaube, Molly hat da schon. Ja. Also ist da, also sonst würde sie da ja nicht vor den Polizisten fliehen. Also weil der Junge sagt ja zu ihr, hier, wir müssen in den Wald, wir haben keine Zeit, los. Und sie glaubt ihm ja dann, nachdem sie gesehen hat. Genau. Und die biegen dann da auch hin ab, haben ja Vorsprung vor Selewski. Und da rennt dann schon Molly und der Junge, also The Kid, rennen dann schon weiter tiefer in den Wald, während Henry noch hinten bleibt. Und er wird ja dann erstmal von Selewski eingeholt. Ja, und Henry und Molly, die sehen ja dann irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Leute aus unterschiedlichen Universen, aus unterschiedlichen, weiß nicht, Realitäten, Zeitlinien. So Sträflinge, genau. Sträflinge, die so weiß-schwarze Streifen und Ketten an den Füßen haben. Ja, aber ja auch irgendwie Leute, die wirklich ganz eindeutig aus einer anderen Zeit kommen. Naja, wie diese Sträflinge mit weiß-schwarzen Streifen und Ketten an den Füßen. Und auch die Frau. Okay, aber ich meinte, ja, genau. Ich meinte im Sinne von Jahrhunderte. Ja. Ja, ich auch. Also, dann ist ja dieses Mädchen, was sich die Pulsadern aufgeschnitten hat, oder zumindest sah das so aus. Genau, die hat dann auch so irgendwie Western-Look. So ein. Ja. Und das scheint offensichtlich so das Portal zu sein. Das dachte ich mir auch. Das scheint so eine Art Knotenpunkt zu sein, wo die Realitäten so ineinander hineinbluten. Ja. Ja, und dann wird Molly ja erschossen. Durch einen Schuss in die Luft. Ja, das wissen wir ja nicht. Ja, aber das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also der hat bestimmt nicht auf die geschossen. Nein, aber vielleicht hat irgendjemand aus einer anderen Realität auch durch so ein Portal geschossen. Weil man hat ja gesehen, dass die Leute sich untereinander tatsächlich gesehen haben durch diese Portale. Stimmt, das kann natürlich sein, dass das gar nicht sein Schuss war. Ja, ausreicht. Möglich. Ich habe mich irgendwie so erinnert, es gab mal so einen Film, da waren die auch im Wald und das waren auch so irgendwie Ende 19. Jahrhundert. Und die sind dann irgendwie auch durch so ein Portal in die Jetztzeit gekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Sagt das euch was? Ja, halt Sliders, die Serie. Nee, ich meine den Film. Sliders, die Serie, sind die auch aus dem letzten Jahrhundert gekommen? Ach so, nein, aber nein. Also die Antwort lautet nein. Okay. Es sagt mir nichts. Na gut. Vielleicht fällt es mir bis zum nächsten Mal wieder ein. Aber das hat mich an diesem Portal so erinnert, weil das auch in so einem Wald war. Naja, keine Ahnung. Ja, aber Selewski ist auf jeden Fall. Wäre ich doch bloß weiter. Bloß im Gefängnis geblieben. Ja. Ist down. Molly ist down. Und alle sind down. Alle sind down. Aber. Ja, und Henry ist jetzt dann, genau, in der anderen Realität gelandet. Ja. Und der andere Henry, also du meinst den anderen Henry, also den The Kid Henry. Ja, beide Henry. Ist ja klar. Eigentlich beide. Ja, genau, beide. Ja, richtig. Und das ist die Szene, in der übrigens der Titelsong gespielt wird, den ich eben gespielt hatte, Claire de Lune. Da steht nämlich dann der ältere Henry, also The Kid Henry, auf der, ja, der Ältere, auf der das Klippe. Ja, gut. Genau. Ja. Auf der Klippe und es gibt ja noch einen älteren Henry, der jetzt hier in dieser Folge aber gar nicht vorkommt, deswegen hatte ich gerade nochmal gedacht. Wie schwierig, komm nicht mehr mit, tut mir leid. Der steht da auf der Klippe und dann sieht er nämlich, wie der The Kid Henry, also nein, der junge Henry von Alan Pangburn auf dem Eis gerettet wird. Diese Szene haben wir ja schon gesehen. Jetzt, genau. Genau. Genau, und jetzt sind wir da, wo die erste Folge quasi wirklich angefangen hat. Genau. Da sind wir wieder am Anfang der Serie zurück. Zurück am Anfang der Serie. Richtig. Genau. Das war jetzt die Folge, die alles erklärt. Ja. Ja, finde ich schon. Ja, es gibt noch eine Frage, die ich nachher habe. Vielleicht habt ihr auch noch welche. Aber ich habe ja gerade gesagt, nein. Es kommt ja auch noch eine Folge. Richtig. Also, jetzt sind wir hier. Und jetzt ist es allen Zuschauern klar, was passiert ist.
Ja. Und was jetzt passieren wird, nämlich was wird jetzt passieren? The Kid, also der Arzt, The Kid, wird jetzt irgendwie versuchen, wieder durch das Portal zurückzukommen. Das klappt aber nicht. Und wird dann wohl, sagt er ja auch irgendwann, er ist tagelang im Wald rumgeirrt. Und wird, sagt ja, er das? Und dann hat ihn der Warden, er redet ja nochmal mit Molly am Schluss. Richtig, genau. Ah, das ist nämlich der Punkt. Denn wir blenden jetzt ja zurück und stehen wieder an dem Dachfenster, wo uns die letzte Folge zurückgelassen hat. Genau, und dann, genau, da erzählt der Molly ja dann, er ist da eine Weile rumgelaufen und dann hat der Warden ihn eingesackt und mit ins Gefängnis genommen. Genau. Ja. Und ihn da 27 Jahre lang eingekerkert. Wie man das halt so macht. Ja. Mit dem Teufel. Und jetzt ist ja auch klar, was er meinte mit da, wo du gestorben bist. Mhm. Das wurde aber ja schnell geklärt. Aber es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass immer wenn, sage ich mal, eine Person aus einem anderen Universum in das falsche Universum gerät, dass dann dieses Universum so ein bisschen aus den Fugen fällt, weil immer genau dann beginnen ja diese ganzen Katastrophen und die Leute drehen durch und werden aggressiv und bringen sich gegenseitig um. Das scheint ja, zumindest Stand jetzt, nicht die Schuld der Person zu sein, die in dieses Universum kommt, weil die sind ja nicht böse, so wie wir das vorher gedacht haben. Ja, aber das ist doch jetzt auch nicht wahr für das andere Universum, oder? Weil da haben wir doch eben noch gesagt, da lief alles besser, obwohl der da jetzt seit 27 Jahren war. Der Junge? Ja. Nee, aber die haben doch gesagt, dass hier der Schulbus mit den Kindern vor den Zug gefahren ist und der Hubschrauber ist abgestürzt. Und das hat ja so lange angedauert, bis der Priester den Jungen in den Knast gesteckt hat. Ach ja, natürlich. Also in den Kellerknast. Ja, Moment, aber dann war das doch in der Vergangenheit, als der Junge noch gar nicht da war. Ja, ich glaube auch, das Ding ist, also so erzählen das zumindest hier der verrückte Priester und der verrückte Warden, dass es ein Problem ist, wenn der Teufel da umherläuft, aber so dann, wenn er im Käfig sitzt, ist alles in. Ja, das ist denen ihre Theorie, ja. Und ich glaube, das waren jetzt nicht schlimme Ereignisse innerhalb von 3 Tagen. So. Nee. Weil es hieß doch hier, unsere schöne Stadt, die ist auch schon seit Jahrzehnten irgendwie ein bisschen verflucht. Dann habe ich endlich den Teufel gefangen. Und dann haben sie einen Sündenbock, den sie quasi einkerkern können, um alles besser zu machen. Ja. Aber dass er gar nichts damit zu tun hat, wäre ja auch komisch, weil wir haben ja tatsächlich gesehen, dass immer, wenn der irgendwo in der Nähe ist, dass da komische Dinge passieren. Ja. Ja, weil jetzt ja auch wieder Kinder ihre Matratzen angezündet haben. Ja. Aber vielleicht wirklich, dass das was mit dieser, also ist ja natürlich völliger Quatsch, dass man das jetzt irgendwie logisch erklären könnte. Aber nach der Geschichte könnte das ja tatsächlich was damit sein, wenn sich da diese Universen vermischen, dass dadurch. Ja, natürlich. Wenn deine Partikel aus einer alternativen Realität sind, dann macht das die Leute um dich rum, macht das unruhig. Ja, und dann haben die sich nicht mehr im Griff. Und das ist eine ganz logische Star Trek-Erklärung. Okay, wieso ist das eigentlich Quatsch? Passt. Ja. Ja. Du musst dann halt nur die Tachyonen umkehren in der Deflektorschüssel und schon kannst du das Ganze wieder reparieren. Stimmt. Ja, das ist ja praktisch. Ja. Das kann aber nur Spock machen, weil das nur Menschen sind dafür viel zu. Ja, und sie müssen erstmal eine Deflektorschüssel erfinden. Ja, das stimmt. Verdammt! Und wir hatten ja auch schon die Molly, die gesagt hat, als da The Kid auf dem Dach stand und da ins Feuer gestartet hat, die Szene sieht man ja übrigens am Anfang auch nochmal, dass sie so bei ihm die Frequenz irgendwie falsch hört, also dass sie nur irgendwie so ein Kreischen oder Rauschen oder hört, das passt ganz anders klingt als alle anderen. Und das passt ja dann auch wieder so in diese. Ja, weil sein Universum sendet einfach auf eine andere Frequenz. Genau. Ja. Das ist ja wirklich Star Trek-mäßig, jetzt fällt es mir auch auf. Da gibt es ja auch manchmal solche Phasenverschiebungen oder sowas. Okay. Wie endet das denn jetzt? Das endet mit dem Gespräch, oder? Genau, das Gespräch mit Molly. Mhm. Ja. Das ist schon ziemlich scheiße, wenn man 27 Jahre im Käfig sitzt. Ist auch mega langweilig dann. Aber er hat es ja dann vergessen. Also.
Vielleicht ist er auch deswegen so merkwürdig jetzt, weil er halt 27 Jahre in diesem Käfig gesessen hat. Ja, ich glaube, das macht was mit dir. Ja. Ich glaube, dass er das vielleicht auch wieder vergisst, wenn er zurückgeht. Also das ist nämlich genau der offene Punkt. Kommt er zurück? Das wäre jetzt der offene Punkt für die letzte Folge. Schafft der es jetzt wieder zurück? Ja, richtig. Ja, und der andere offene Punkt ist, wie ist der überhaupt in die falsche Realität gekommen? Also der junge Henry, der ja in, in den Wald gegangen ist. Weil er mit seinem Vater, genau, und um hier die Stimme zu hören, oder? Und das ist ja offensichtlich die Stimme, was sie da jetzt gefunden haben. Ja, davon gehe ich auch aus. Also die Stimme, die der Pfarrer Vater immer wieder hört, sind einfach die Stimmen aus den anderen Universen, die quasi durch diese Löcher in der Realität dringen. Ja. Ja, haben wir das ja schon geklärt. Also ja, nur noch die Frage. Gar nicht mehr gucken, oder? Nur noch die Frage, kommt er wieder zurück? Und wenn er wieder zurückkommt, dann dürfte er sich ja eigentlich auch nicht mehr an irgendwas erinnern. So wie der Junge auch. Ja. Und dann wären die 27 Jahre Hölle ja gar nicht so schlimm. Ja, genau. Und dann, ja, dann ist es so, als hätte die Serie gar nicht stattgefunden. Dann gibt es Materie-Antimaterie-Explosion vielleicht. Rote Materie. Rote Materie. Da sind wir wieder bei Spock. Mit seinem Weltraumfahrrad. Flap, 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 flap. Genau. Ja, wart ihr überrascht oder habt ihr das erwartet? Ich habe sowas letztes Mal doch gesagt, Mike. Habe ich mir gedacht, als ich die Folge gesehen habe und es dann so multiversumsmäßig kam. Habe ich nicht letzte Woche letztes Mal gesagt, dass der The Kid auch einfach tatsächlich ein Henry Deaver ist? Ich meine, ich hätte sowas irgendwie gesagt, als Gag aber tatsächlich nur. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das jetzt wirklich so ist. Also ich habe das nicht vorhergesehen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gar nichts vorhergesehen. Also ich habe mich nicht hingesetzt und 20 Szenarien entworfen. es war einfach, ja, ich bin da ja schon ein bisschen bequem. Also wenn sich für mich nicht klar irgendeine Erklärung abzeichnet, dann denke ich mir, gut, dann gibt es halt jetzt noch keine, die wird schon noch irgendwann kommen. Und jetzt kam sie. Mhm. Ich habe sie nicht kommen sehen. So. Aber es passt sehr zu dem Stephen King-Theme. Irgendwie. Genau. Es ist stimmig. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich sehr naheliegend rückwärts betrachtet und sehr, ja, sehr simpel. Also ich meine das jetzt auch gar nicht. Also es ist keine Kritik. So. Es passt. Ja, also ich meine das schon ein bisschen als Kritik. Also wenn man rückwärts drüber nachdenkt, ist das jetzt nicht so der große Reveal, wie es hätte sein können, sondern das ist eigentlich für eine Stephen King-Geschichte sehr... keine kreative Auflösung. Ja, genau. So. Ja, aber es ist trotzdem... Also ich bin aber nicht enttäuscht. Nee, es ist auch eine Richtung, die mich tatsächlich auch so interessiert. Wo ich auch Spaß habe, darüber nachzudenken. Ich sehe sowas gerne. Ja. Genau, ja. Also das war ja, also du hast ja vorhin auch die Parallele da schon gezogen. Ich sehe es einfach gerne. Ja, bin mal gespannt, ob er zurückkommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nämlich auch diese Folge, war für mich wie neu. Ich wusste sie nicht mehr. Ich habe tatsächlich diese Folge. Also jetzt, wo ich sie dann irgendwie ein bisschen mittendrin war, habe ich mich schon wieder erinnert. Aber ich hatte, als ich angefangen habe, diese Folge zu gucken, wusste ich nicht, aha, das ist jetzt wird klar, dass The Kid eigentlich aus der anderen Zeit kommt. Also, dass der aus einer Zeit kam oder aus der anderen Welt kam, wusste ich schon. Aber dass es jetzt hier eine gesamte Folge geht, die das sozusagen auf der anderen Seite zeigt, wusste ich nicht mehr. Aha. Ja, deswegen weiß ich auch jetzt nicht mehr, was die nächste Folge ist. Oh Mann. Ich hab dann musst du dir sofort gucken. Ich habe zum Abschluss noch ein Bild. Geil. Oh, was ist das denn? Das ist ein Motorrad. Laute, es ist ein Mann mit einem sehr kleinen Penis. Und einem sehr großen Transportspell. Ja, ich bin bereit, im richtigen Raum. Natürlich, ja, im richtigen Raum. Das hier ist ein Bild. Ich glaube, das ist auch mehr so ein Easter Egg. Aber das ist ein Bild aus dem Polizeiauto, was im Wasser versinkt, im ersten, also aus dem Shawshank-Auto vom Warden, meine ich. Was im ersten Dings im Wasser versinkt. Und da sieht man ja auf dem Logo schon hier so eine zweige, so eine gespiegelte Hirschkuh da. Wie so zwei Realitäten. Und was man auch da drauf sieht, ist ein Smiley.
wenn man mal auf den Hintergrund guckt, da ist ein gelbes Smiley drauf. Ja, mit einem Blinkelauge und mit einem offenen Auge. Hm. Hat so ein bisschen was von Watchmen. Nee, ich glaube, das sind beides Xe, oder? Echt? Ja, die rechte Seite ist ein bisschen unscharf. Verwaschen, ja. Aber ist vielleicht auch wieder ein Zeichen dafür, dass die eine Seite ist die Realität und die andere ist ein Multiversum. Habe ich mir auch gedacht. Oder das eine ist einfach ein bisschen weiter im Wasser. Und das ist Quatsch. Komm jetzt nicht mit Wissenschaft. Naja, aber dieses Smiley mit dem X, das deutet ja irgendwie auch auf Zelewski hin, der das ja auf die Monitore gemalt hat. Ich glaube, das ist ja, einfach wieder nur ein Easter Egg. Na gut. Ja, was noch so ein bisschen offen ist, ist die Geschichte auch von Molly, wenn ich mir so ein bisschen da noch nachdenke. Nee, ist da noch was offen? Ich weiß nicht. Also die lebt ja jetzt hier offensichtlich noch. Ja. Und in dieser Welt hier weiß sie ja jetzt auch alles über die andere Welt, weil es The Kid ihr gesagt hat. Andersrum hatte sie es ja gewusst, weil sie den berührt hatte. Das war hier was jetzt irgendwie durch Erzählung. Keine Ahnung, ob die noch eine Rolle spielt. Na, wir werden sehen. Ja, ich keine Ahnung, wir werden sehen. Oder nicht. Weiß ich nicht. Oder nicht. Es ist ja jetzt nur noch eine Folge, richtig? Richtig, genau. Mhm. Die nächste Folge heißt Römer. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber die nächste. Was, Römer? Römer, ja. Wie die mit den Aquädukten. Wie die mit den Sandalen, ja. Die spinnen doch, die Römer. Genau die. Römer. Vielleicht hat das was mit irgendeinem Bibelzitat zu tun, weil da gibt es doch auch die Römer. Mal sehen. Ah, ja, das ist natürlich, ja, das macht natürlich Sinn, die Erklärung, ja. Wenn Henry Deaver nochmal vorkommt. Was er ja eigentlich Davon gehe ich aus. Genau, was er ja eigentlich müsste. Du meinst Matthew Deaver. Sorry, genau. Henry Deaver wird in mehreren Versionen nochmal vorkommen, davon gehe ich auch aus. Aber Matthew Deaver müsste ja jetzt eigentlich nochmal vorkommen, wenn wir erfahren, wie The Kid in das Ding gelangt ist. Ja. Ja. Und theoretisch könnten wir ja dann erfahren, wie er. Hey, das müssen wir eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr. Wir wissen ja schon, dass er in dem Käfig gelandet ist. Ja. Wir müssen eigentlich nur noch die erfahren, wie er da reingelangt ist. Oder wie The Kid wieder zurückkommt. Also der alte The Kid. Zurückkommt. Genau. So, und wo hattest du jetzt noch deine S? Referenz? Ach so, wenn am Ende im Wald, wenn er da durch den Wald rennt und die verschiedenen Portale sieht, dann gibt es so eine Szene, wo sein Gesicht so verwabelt wird. Ja. Dann sieht es so ein bisschen aufgeblasen aus, die Augen werden so unterschiedlich groß und der Kopf verformt sich so ein bisschen und das sah für mich echt 1:1 aus wie das Gesicht von S. Okay. Ja, so wie du es beschreibst. Vermutlich ein Easter Egg. Ja, kann gut sein. Na gut, habt ihr noch was? Nö. Nee, ich nicht. Gut, dann machen wir hier Schluss und hören uns bei der letzten Folge beim nächsten Mal wieder. Ja. So sieht's aus. Bis die Tage. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Gedauert. Verzeihung. Muss ich alles wegschneiden?